Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, Sons of the Forest, wir lieben Sirigumori, Dragomir und Nemazuk. Hallo. Hallo. Und wie jetzt man Eier bekommt, weiß ich immer noch nicht so ganz genau, aber ich habe jetzt gelesen, dass es die Meeresschildkröten sind, auf jeden Fall. Also keine anderen, nur die. Und angeblich kommen die nur am Strand, um Eier abzulegen. Ich gehe davon aus, dass du denen folgen musst, warten musst, bis sie Eier legen und dann halt die Eier klauen. Möglich. Anders, da kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie fangen kann oder ob das was mit der Reuse zu tun hat. Vielleicht musst du die auch abschlachten und die aus ihren Innereien. Nee, das geht nicht. Du kriegst da nur das Fleisch und den Panzer, was anderes gibt's da nicht. Weil ich erinnere mich, dass du das Innere vom Panzer noch gesehen hast und da auch sowas. Anja, ich begrüße dich. Nee, wie gesagt, das war nur. Nur das eine da halt, was ich da jetzt gelesen hat auch. Chili, die Krödis. Aber die sehen wir jetzt erstmal nicht, weil die sind nur im Sommer da. Naja, im Winter wundert es mich nicht, dass die nicht da sind. Ja. Dreaming in the winter wonderland. Au. Der arme Kelvin. Au. Ich bin gerade in eine Falle gelaufen. Oh. Wollen wir eigentlich jetzt weiter oder wollen wir hier bleiben? Hä? Da wollen wir jetzt hier wieder bauen oder wollen wir weiter jetzt hier in die erste Höhle rein? Wir machen mal eine Baufolge. Ja. Okay. Das muss auch mal gemacht werden. Okay, dann gehe ich Bäume fällen. Mach ich gerade schon. Ja, ich kann sonst nicht alles machen. Nimm die Möwenkörper aus der Hand! Ja, wir haben das Gefühl, immer wenn ich einen Möwenkopf in der Hand habe, kriegt man ganz böse Grafikfehler. Du hast nicht nur das Gefühl. Ich habe fette Grafikfehler. Ich sag dir, du sollst den Möwenkopf aus der Hand nehmen und du lachst. Also ist das ja wohl kein Zufall mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Einzig wahre, weiß ich wirklich keine Bäume fällen. Naja, ist ja auch nicht schwer. Yep. Mein Baum ist zerbrochen. Jetzt. Was? Ich hatte gerade den Grafikfehler, dass mein Baum in 1000 Stücke zerbrochen ist. Auf einmal sind da draußen die Baumstämme geploppt. Okay. Ja, saget mal, gehen wir dann gleich schlafen, weil es dunkel wird, oder? Ja, ich mache jetzt noch den einen Raum da fetch. Fetch. Okay. Da können wir penne gehen. Der Baum wird fetter. Kaum noch was. Eieiei. Oh, da hinten läuft was. Ja, das ist Kelvin. Und Schnucki kommt da angelaufen. Schanugi. Ich habe ein bisschen unseren Fleischvorrat aufgefüllt. Schau wieder. Ja, ich brauche Fleisch. Möwenfleisch. Mit 1000 Möwenköpfe. Hier sind Köpfe, die spawnt. Meine ganzen Möwenköpfe sind die Spawn. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank sind sie es endlich. Mehr richtig gehört. Wieso? Ich hab vergessen, dass ich mit dem Wagen nicht springen kann. Armes Du. Ja, komm gerade nicht vor, weil es überall sind Baumstücke. Ja, so viel brauche ich nicht, ob Stabs das alles durchschleppt. Da. Jetzt habe ich was angefangen. Werden die Welt befreien. Die Welt befreien. Oh. Boing. Ist das von My Little Pony? Das ist was? Digimon, du Banause! Ich weiß das doch! Alter, hab ich gerade einen Schreck gekriegt, ey. Also bitte, ich bin der jetzt auch nicht von gestern. Gerne mal auf diese Art und Weise. Ja, von vorgestern. Oha. Oha. Ach nee, hör auf! Kinderleins, das muss Wir doch nicht sein. Kinderlein, komm mit. Hey. Jo, komm mit nach Haus. Komm mit doch heim. Jo, komm mit zu heim. Hallo, Schnuggi. Möp, möp. Möp, möp.
Ui, sauber, geil. Mhm. Ich beobachte. Wer hat denn diese Fallen hier bitte schön aufgestellt? Das geht das doch nicht. Das möchte ich auch gerne mal wissen. Den würde ich gerne verklagen. Ich verstehe das auch überhaupt nicht, wie man so beschissen die Fallen einsetzen kann, ey. Derjenige gehört gesteinigt. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Wir wissen alle, wer es war. Ich mach nix. Ich bin der Präsident. Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Ich nehm die Try. Ah, schöner Film. Ja. Welcher ist das denn jetzt schon wieder? Die Simpsons. Oh, Igitt. Was denn Igitt? Simpsons sind Schrott. Nein. Nein. Also, ne, gar gleich komme ich wieder rüber und dann gibt's Schläge, ne? Ja, ja. Ja, ja. Simpsons sind Kultur. Die Simpsons sind eine Schimmelkultur. Kulturgut. Das ist eine Schimmelkultur, mehr ist das nicht. Nee. Menschenverblödung. Nee. Ja, ist ja SpongeBob, aber schlimmer, du. Ja, das oder hab ich auch nicht, aber nicht gesagt, dass das besser ist. Oh Gott. Ja. Oder Family Guy. Das Family Guy ist gut. Nein, nee. Ist alles Schrott. Das Beste ist South Park. Oh nee. Gott, es wird ja immer schlimmer hier. Auch natürlich. Da habe ich die ersten 10 Staffeln sogar auf DVD. Oh Gott. Ich meine, ich habe es zwar auch geguckt, ich habe auch Drawn Together geguckt, aber... Schäm dich. Nee, tue ich nicht. Aber warum, oh Gott, nee, oh bitte, wenn du es komplett geguckt hast, ja? Warum kommst du... Weil ich Simpsons weitaus besser finde als das. Ja, aber warum guckst du es denn dann? Ich guck doch keine 10 Milliarden Staffeln von irgendeiner Scheiße, wenn ich Scheiße finde. Du hast 10 Milliarden Staffeln geguckt. Ja, das weiß ich ja nicht. Das hast du hast gesagt, du hast es geguckt. Nein, ich hab es geguckt, mal, aber nicht alles. Laufen wir jetzt ein kleines Rundchen oder eher weniger? Ich hab doch gesagt, ich will noch schnell die Raumfetch bauen. Beeil dir. Dann hilf mir. Okay. Trinken wir. Ja, so Ruhm. Das wird mein Zimmer. Geh weg. Okay. Die Suite in der Mitte gehört mir. Die einzige mit nicht vorhandenem Dach. Hä, die haben alle kein Dach. Ja, ich wollte eigentlich sagen, die einzige mit Dach, aber dann kam, oh scheiße, da ist ja gar kein Dach, also mit nicht vorhandenem Dach. Was aber auch nicht wirklich stimmt. Ach nee. Da brennt jemand. Gelaufen. Er brennt schon wieder für mich. Du darfst gerne mit in meiner Suite schlafen. Okay. Das ist die brennende Leidenschaft. Ja. Die Leidenschaft. Ja. Darf ich dann mit ins Bett kommen oder muss ich vorne vor dem Bett schlafen? Du bist der Bettvorleger. Ich baue ein zweites Bett. Okay. Damit kann er leben. Hauptsache in deiner Nähe. Mhm. Wie baut man bloß ein Dach? Ach ja, ich vergaß. Man muss ja überall Pfeiler setzen. Yep. Wie baut man bloß ein Dach? Keine Ahnung, ich bin nicht vom Fach. Ach ja. Aua. Mir ist kalt und ich friere. Aber nur im Spiel. Ja. Dann krieche ich auf allen Vieren. Ich wünschte, ich würde in der Realität frieren. Oh das nee, wäre gerade ja, so bisschen. Schön. Oh, Schnucki will auch mit euch in einem Zimmer schlafen. Die rennt die ganze Zeit gegen die Wand. Das ist unser Ess. Nein, noch ist es die Garage. Le Garage. Le Garage. Oh, ich habe gerade 4 Federn gesammelt aus dem Vogelhaus. Wollen doch eigentlich Eier. Ja, wenn sie keine weiß, Eier machen. Ich weiß. Und mach keinen Scheiß. Ja. Genau. Surprise. Schnucki ist festgebackt. So schlafen oder was? Ja. Aua. Oder was? Ja. Was hast du jetzt noch mit den Baumstämmen hier vor, Drago? Das hier jetzt noch einmal hochbauen, dann ist das quasi so eine Trennwand. Du, einer noch. Bridget.
Und geschlafen. Ein Moment, ein Stamm. Sieh doch Platz hier in der Bieter. Dein Stamm? Ja. Da kommt ein helles Licht. Ein helles Licht. Helles Licht. Ein helles Licht. Ein helles Licht von hinten. Ein helles Licht. Blinded by the light. Schnucki ist in die Wand gebackt. Endlich ist der Winter vorbei. Nee, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Ich hab also noch bei mir nicht Schnee. Bei mir nicht Schnee mehr. Bei mir nicht mehr. Ich hab noch Schnee. Ja. Oh, aber er geht zurück. Er geht zurück. Ja, ist gut. Jetzt. Er geht Ich müsste mir dann mal ein neues Wasser holen. Ich hab noch was in meinem Topf, das trinke ich gerade. Okay. Oh cool, ich kann dazu gucken, wie der Schnee schmilzt. Richtung Berge hinten. Gewitter! Oh, in Neuss? Nee, bei mir! Oh, der Schnee ist weg! Ja! Ja, wenn ich hier Richtung Blickrichtung gucke. Wenn ich Richtung Blickrichtung gucke, dann kann ich richtig sehen, wie der Schnee sich zurückzieht. Wie so Ebbe und Flut, weißt du? Neuss. Geil. So, ihr Schildkröten, jetzt kommt wieder bei. Wir wollen eure Eier klauen. Schildlingelingeling, klingelingeling, der Eiermann. Klingelingeling, will an eure Schildkröten kommen. Er will an eure Eier ran. Lass mich an eure Eier ran. Da wahrscheinlich jetzt nicht Sommer ist, werden die wahrscheinlich auch nicht kommen. Wann legen denn Schildkröten Eier? Im Sommer? Also laut dem, wie es da stand, wäre es im Sommer, ja. Okay. Tja, das werden wir wahrscheinlich in der Aufnahme nicht mehr erleben. Nein. Hui! Aber es ist Frühling. Endlich, die Frühlingsgefühle fliegen. Die Frühlingsgefühle. Die Frühlingslolle. Die Frühlingslolle. Genau. Die Frühlingsgeflügel. Die Frühlingsgeflügel. Trollen. Die Frühlingsgeflügel. Ja. Wir bringen sie komplett durcheinander. Ja. 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 Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Es regnet. Es regnet, die Erde wird nass. Wir gehen raus und haben Spaß. Nein. Doch. Ich hab keinen Spaß. Wie schon. Yay! Ich geh mal nach Fischen gucken. Fischen? Nach Fischen? Nach Fischen. Ja. Fischlis. Ein paar Fischis fangen. Ist da noch Holz? Nein. Zwei Stämme habe ich noch da hinten rumliegen sehen. Da, wo wir gefällt haben. Neuss. Ja klar, da krabbeln unter Wasser die Spinnen davon. Ist klar. Ja, ne? Warum nicht? Das sind Unterwasserspinnen. Und ich habe heute erfahren in einer Gruppe, dass Bienen oder beziehungsweise Wespen oder auch Hornissen 15 Minuten lang unter Wasser die Luft anhalten können. Ja. Okay. Interessant. Habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren. Da war nämlich eine gewesen, die wollte eine Wespe aus dem Dings rausretten. Aus dem Wasser, weil die da reingesprungen ist. Nein, sie wollte da die rausholen, weil die als in ein Loch reingeschwommen ist, sozusagen. Und da wurde in der Gruppe erzählt, die können 50 Minuten lang Luft anhalten. Cool. Die können länger die Luft anhalten als ich. Ja. Ja gut, die müssen auch deutlich einen deutlich kleineren Körper mit Sauerstoff versorgen. Ja. Daher macht das eigentlich doch irgendwie Sinn. Fisch! Frischer Fisch! Fisch! Oh, Ja? Ich konnte ihn hier aufsammeln. Ein Fisch treibt jetzt hier so herum. Wo denn? Wo bist du denn? Herum. Oh Gott, was machst du denn da oben? Ja, Fische fangen. Achso, du bist an einem Teich oder so. Ja. Ich komme zu dir. Danke. Vorausgesetzt, ich komme irgendwann an. Oh, ich müsste essen und trinken. Ips! Ich wundere mich schon, warum ich kaum noch rennen kann. Ich muss alle 2 Sekunden gefühlt pausieren. Ich sehe wieder jede Menge Grünzeug. Der Fisch treibt gerade unter dem Felsen. Ja, ich mein Gott, ne? Ich kann mich nicht teleportieren. Ich wollte sagen, ich stehe jetzt gerade beim Fisch. Im Felsen. Nee.
Aber er hängt jetzt da so herum. Da. Wo hat denn irgendwer etwas gebaut eigentlich? Ah, hier. Nix mehr. Nichts mehr. Okay. Ist noch mehr Fisch? Nimm mal ein paar Felsen, die hier rumliegen mit für den Kamin, der noch da ist. Die sind hier. Da. Hier, guck. Kann man hier mehr als nur eins mitnehmen? Oh, offensichtlich. Ich denke mal, wenn du den Wagen hier hast, kannst du die da reinstapeln. Ja, hier ist auch nochmal. Ja, drei Stück kann man tragen. Ja. Boah, Alter, hat der Kraft. Aber weiß nach 2 Sekunden schon total aus der Puste sein. Ich stelle euch mal einen Wagen oben hin. Ja, wir gehen mal die Steinens hier einsammeln. Und ich gehe dann erstmal was trinken und essen. Ganz dringend. Und ich hänge die Fische auf. Ja, mein Fisch in der Hose hänge ich auch auf. Ja. Wie gesagt, wenn du halt Fleisch da im Topf kochst, dann bleibt das Fleisch drin und du kannst essen und gleichzeitig auffüllen. Oh, wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich meinen Topf auffüllen gehen. Hallo. Hallo, Kelvin. Hallo. Hier liegen jede Menge Kackwürste. Dann hör auf, immer überall hinzukacken. Ich muss halt. Ich kann doch nichts dazu. Wenn ich muss, dann muss ich. Dann kack wenigstens nicht auf dem Weg, ey. Nein, ich habe direkt daneben gekackt. Mehrfach. Wow. Oh Mann. So. Was essen tun? Wo sind denn die Steine überhaupt, die großen? Ich laufe gerade hin mit dem Wagen. Da, wo wir immer getrunken haben, am Fluss vorher. Ja. Ah. Ich laufe gerade mit dem Wagen hin. Ich folge dich. Ich hoffe, ich komme heile an. Wenn nicht, ist nicht schlimm, ich lach dich aus. Das ist gut. Na? Es ist immer gut, wenn du einen an der Seite hast, der dich auslacht, wenn du einen Unfall baust. Ja. Ha, ha. Erst lachen, dann aufhelfen. Das ist die Weise. Genau. Hirse. Hirse? Wo sind Hirse? Hirse. Hirse. Da ist ja noch ein Wagen. Also ein Wagen nehme ich wieder mit. Einen brauche ich für Holz. Holz. Hi. Wir Hallo. Brauchen Holz für das Haarhaus. Nope, der nicht. Der hier. Da im Wasser schwimmt noch ein getöteter Fisch. Kann den einer mitnehmen? Ich habe den mit meinem Speer erstochen. Ich komme zu euch. Wo? Okay. Weil der oben. Okay. Ich glaube, das geht nicht mit dem hier. Naja, ich fahre nur mit dem anderen. Mit dem großen wahrscheinlich, ne? Das sind... Ich habe extra einen großen hergebracht. Schön doof, dass ihr den kleinen dann genommen habt. Tja. Hey, Schal. Hi. Hallo. So, schiebt mich wer? Geht leider nicht. Hab alle Hände voll zu tun. Ja. Treibt dieser tote Fisch durch die Gegend? Ja, sammel ihn mal auf. Ich hatte keinen Platz mehr. Hab schon. Müssen wir doch den anderen nehmen. Der ist jetzt befüllt. Müssen wir noch einer unten. Kann man immer noch nur 3 Fische sammeln? Ja. Gut, dann hab ich 3. Das muss ja Müffel in der Tasche, du. Yep. In meiner Hose. Was ist da alles reinsteckt? Muscheln. Ja, ich habe übrigens Austern in meiner Hose liegen, die schon irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate alt sind oder so. Ja, aber keine Ahnung. Es ist so eklig. Meine Hose ist sowas wie ein Gefrierschrank. Ja, meine dann auch. Ein Trockenschrank, weißt du? Da ist es staubtrocken wie die Wüste. Ew. Wie Haferflocken ohne Milch, weißt du? Nimm halt den hier, ne? Ja, hört sich gut an. Ich guck mal zu. Also bei mir hast du immer so, bei mir hast du immer so eine schöne Salzlake dabei, passt. Lecker. Salzlake aus Schweiß und Blut. Guck mal, passt da geht da drauf. Und ja. Was ist die falschen drauf getan? Ja.
Durch mich geht's auch nicht. Nö. Da, jetzt. Guck. Cool. Ja. Warum nimmst du die jetzt mit? Das sind doch Platzsperre. Mein Gott. Ja. Ich wollte die wieder runternehmen, halt. Aber du warst so schnell weg. Ich war so happy, deswegen wollte ich gleich los damit. Ja, ich merk's. Geil, Steine. Ja. Ich sehe Steine. Endlich ein Kamin baue. Endlich. Oh, ich habe ja noch Fischle. Wohin aus der Hose? Ja. Aus frisch aus lass meiner ihn Hose. Frei, lass ihn frei. Und lass denk dir nichts frei. Dabei. Man reimt nicht mit dem gleichen Wort am Ende, das ist scheiße. Ja, wenn einem nichts Besseres einfällt, ne? Dann lässt man es lieber sein. Sie hat zum Lachen. Auch sie schmeißt mir die Stämme drüber und kichert sich nass. Ach so. Ich feiere das immer noch. Hui! Liegen noch lose Baumstämme rum? Ja, weiß ich nicht. Ich muss gucken gehen. La 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 la. La 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 la. Oh, da liegen tatsächlich noch Baumstämme. Ich hab Baumstämme gefunden. Staumbämme. Hui! Voila! Hier sind ja aber eine Menge Steine. Das wurde auch Zeit. Das letzte Mal, als wir den Brunnen. Als wir den Kamin angefangen haben, war ja gar keine. Da existierten Steine noch nicht. Der Brunnsbrunn. Ich bin mal gespannt, wie viele Steine hier drauf passen. Bin auch gespannt. Ich habe gerade verstanden, ich bin gespannt, wie viele Bambi-Teile da drauf passen. Ja, das habe ich auch genauso gesagt. Genau. Nicht anders. Nein, ich habe gerade nicht gepupst. Ich habe dem Stuhl etwas zurückgerückt. Wir haben nichts gehört. Gut. Ich habe doch noch zwei Fische zum Hängen. Oui. Ich glaube, das war's. Gut, dann. Frage oder. Nee, ist mir egal, passt. Hm? Nee, alles gut. Hä? 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 Holst du noch mehr Holz? Ich brauch noch was. Okay. Ich geh Holz. Wäre Waldholz nicht besser? Weil mehr Holz ist immer so nass. Was? Schon gut. Alles gut. Wortwitz. Wie mein Tigerhai. Ach. Das ist kein Wortwitz, das ist ein Bildwitz. Ja. Ein Biwitz. Ein Pfitz. Einfach nur ein Wort wörtlich genommen. Na dann. Bau mich ein. Ich wollte schon immer ein Kamin sein. Oh ja, jeder hat so seine Präferenzen, ne? Jeder hat so seine Fetische. Auch immer, ja. wenn man so blöde Reime im Kopf hat, dann denkt man sich, warum? Why not? Weil es lustig ist. Ja. Nicht warum, sondern why not? Nicht. Eben.
Ich hab das Langzucker, was wir da haben. I-A-U-U-A-I. I-U-U-A-I. I-U-U-I-U-A-A. Falsch angesetzt. Ach, Entschuldigung. U-I-U-A-A. Ching-Ching. Walla walla bing bing. Nicht Bing Bang. Doch, warum wir das Bing Bang haben? Ching-Ching. Walla walla bing bing. Egal. Geile Sache, lach. Frisch. Komm. Ich höre mich doppelt. Ich mich doppelt nicht. Gemoppelt hält besser. Hier liegen noch Bäume. Da ist ein Kommin. Lass ihn kommen. Spring Holz. Und wir haben schon 25 Minuten. Ja und? Schön. Ich wollte es nur mal erwähnen. Halt die Schanute mit deinem komischen Akzentelitsche. Dichte. Zuordnet weiß. Zwei. Warte. Holzlieferung. Dankeschön. Wow. Ich habe die Stämme selber übergezogen gerade. Hui! Ach, der Kamin ja schon gerade fertig geworden. Ja. Dann kann man ja so ein kleines, großes Steinlager machen irgendwie, oder? So ein kleines, großes? Also so ein Steinlager für... große Steine, ja. Ja. Ein kleines, großes. Hätte. Aber es würde ich hier draußen neben dem Haus machen, nicht drinnen. Ja, es ist... macht Sinn. Stell dir bald doch überall Pfeile auf. Ich will ein scheiß Dach. Ja, dann stell doch Pfeile auf. Aber es sieht scheißen aus. Aber dann hast du Dach. Ich weiß. Was wäre denn lieber? Dass du Pfeile in der Bude hast? Nee, mit den Libra. Weiß ich auch nicht, was mit den Libra. 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 Le. Libra. Oh. Die Alpakas sind mir ausgebrochen. Ich brauch Holz. Ja, ich mach ich doch Holz. Schon. Jetzt geh mir doch wieder auf den Sack. Mach die Mama stolz. Ja, ich bin doch schon dabei. Ja, dann mach schneller. Ich geb doch mein Bestes. Also ob. Doch. Ich geb immer mein Bestes. Mhm. Nee, das war falsch. Egal. Lass mal 5 Grad sein, ne? 5 Grad? Ja. Dann lass mal 5 Grad sein. Ah! Plus oder Minus? Was? Ja, 5 Grad. Kennst du das nicht, wenn man mal sagt, hier komm, passt so? Nö. Fragen will? Ja, wenn man halt eben jetzt keine Ahnung. Ja, wenn man halt eben. Was du machst, zwar nicht ganz perfektes, aber sagst hier komm, können wir so lassen. Dann lässt mal 5 gerade sein. Falsch, der heilige Spruch, weil 5 aber keine gerade Zahl ist. Ja. Okay. Hab ich noch nie gehört in meinem Leben tatsächlich. Ha. Huh. Ich schon. Bei uns heißt es lass stecke. Ja, das kenne ich auch. Ja, siehst du. Ja. Ey! Das war mein Baumstamm! Ich hab's dir gerade draufgelegt. Ich tue hier ein Eichhörnchen häuten und du schreist, ey! Denk mir so, was ist dir kaputt? In mein Baum, der klaut mir meine Baumstämme. Ich hab's dir nur auf das Ding draufgelegt, auf den Schlitten, ja? Das mach ich selber. Okay, dann helfe ich dir eben nicht mehr. Nein! Ich brauche keine Hilfe. Gut. Und jetzt kommen so eine Gruppe Eingeborener. Oh, Hilfe! Nö. Du brauchst keine Hilfe. Ach, das Ding ist ja voll. Hättest du es zumindest mitnehmen können. Du wolltest gar keine. Ja. Erst schreist du mich an und jetzt schreist du mich wieder an. Ich wollte nie, dass du. Erst schreist du mich an und dann schreist du mich aus. Ja.
geht doch nicht. Das ist doch nicht gut. Wir haben 30 Minuten. Oh, ja. Shit. Nehmen wir noch eine Folge auf? Noch eine Baufolge? Ja. Aber dann mach ich vorher mein Fenster auf. Fenster! Also ich bekomme okay. Langsam schon ein bisschen Hunger, ne? Ja gut, wir können auch sonst nochmal morgen aufnehmen, wenn ihr Zeit habt. Na, ja. Ich hab Kopf im Weg. Da ist ein Kopf im Weg. Ich hab nichts vor. Na doch, in Schwimmbad gehen morgen früh, aber das war's auch schon. Ja, aber die, dann machen wir kurz ein bisschen längere Folge, weil die möchte ich jetzt noch verbauen. Okay. Okay, das war wohl nichts. Du willst nach Ibiza? Ja, ja, ganz dringend. Ibiza. Ich hab da mein Pizza liegen lassen. Gib her. Okay. Und ein quer. Richtig? Ja, genau. Ja, und ein quer. Es sieht halt voll scheiße aus. Was willst du machen? Also. Kopfschütteln und lachen. Es umprogrammieren, okay. Dass es nicht mehr so scheiße aussieht. Ja, es geht nicht anders. Ich weiß. Also dieser kleine Furzwagen bringt ja mal gar nichts, ne? Ungefähr, nee. Ungefähr null. Ja, ich merk's. Da. Ja. Ah. So. Habe ich außerdem das Bein vom Gestell abgenommen. Du kannst doch Schnuckis Essen nicht einfach wegnehmen. Die kannst du nur. Die Arme, die verhungert doch schon. Unser Schnucki. Die soll sie nicht so anstellen. Wir müssen alle hungern. Dann gibt's halt mal ein Bein weniger, ne? Genau. Gibt's halt mal einen Kopf statt einen Arm. Was war das denn? Ich wollte dich mal anschauen. Hab ich gesehen, ey. Ey, jetzt dränge mich doch nicht weg. Ich wollte raus und du drückst mich in die Ecke, ey. Wir können uns gerne ein bisschen allein nehmen, aber nicht so. Ich meine, wir schlafen ja generell auch zu viert in einem Bett, ne? Aber ich kann euch vielleicht auch allein lassen. Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir zwei getrennte Zimmer. Mhm. Was für ein ultra hässlicher Kamin. Lade der nicht! Funktioniert er zumindest? Ich bin mal ganz kurz AFK. Okay. Wollen wir den anzünden? Vielleicht muss man da ein Lagerfeuer reintun. Warte, auch mal ein Lagerfeuer da rein. Oh ja, es geht voll da rein. Ja, Mann. Geil. Ha! K-U-H-L. Voll cool. K-U-H-L. Schick. Ich hab mal eben das Fenster aufgemacht, weil draußen ist gerade kühler als hier drinnen. Ja, ich hab auch schon wieder die Fenster die ganze Zeit offen. Oh. Wer hat mich eingesperrt? Ich nicht. Ich komm nicht mehr raus. Wer soll dich denn eingesperrt haben? Ich weiß doch nicht, wer das war. Böser Mann. Er ist immer unschuldig. Grundsätzlich. Ist so. Ich hab gar nichts gemacht. Ist trotzdem so, ne? Ja. Hui. Ich hab gerade eben halt mal kurz meine kurze Hose gesehen. Hat man kurz deine kurze Hose gesehen? So ganz, ganz kurz die kurze Hose. Ja. Ja. Schrecklich. Komm aufstehen. Wie kannst du eine kurze Hose anhaben? Die ist so kurz. Ja. Die muss noch kurzer. Schock. Nein, jetzt werden die Leute Schock fürs Leben kriegen, du. Das ist der Grund, warum ich meine Kamera ausmache, wenn ich aufstehe. Ich habe nämlich gar keine Hose an. Und an meinem Bauch schon mal gerade ein Eichhörnchen. Schnell das Thema wechseln. hier unten sind auch noch ein paar Stämme, ne, zum einsammeln. So, by the Bring way. Sie ja, her. Bring sie her, ich brauche immer mehr. Der war das, du singst, ich brauche sie, so sehr. Nein. Doch, hab ich erwartet. Tja. Du entsprichst nicht meiner Erwartung. Wenn ich den Stamm jetzt wegnehme, bricht dann alles zusammen? Höchstwahrscheinlich. Soll ich es mal testen? Warte. Du musst nicht. Wenn du es wieder aufbaust. Ich habe Angst. Tu es nicht. Ich habe auch Angst.
Du wirst dich, tu's nicht. Du wirst dich erschlagen. Nee, der geht nicht. Warte. Ah, geht doch, oder? Warte. Es ist Dragomir glücklich, ja? Diese unfassbar dreckige Lache, ne? Achtung, Achtung! Was? Kannst du den anderen nicht mehr rausnehmen? Aber noch nicht. Ich muss das erst fertig bauen, also oben erst das Dach. Deswegen brauche ich noch mehr Stämme. Ah, ach schön. Ich borg mir die nochmal vom Nebenraum aus. Sie ist so ungeduldig. Ja. So unfassbar ungeduldig. Ungeduldig. Jetzt müsste eigentlich vorne noch ein paar liegen. Ich hätte welche eingebracht gehabt. Ist dein Schlitten schon voll, Salome? Ja. Ah, gut. Nö, hier liegt keiner. Auch noch. Vor der Tür? Da rennt ein Eichhörnchen an den am Strand rum. Okay. Dann lass es doch. Da wobbelt gerade die Tür. Ring, 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 ring. Oh Mann. Ding, ding. So, geh weg da. Hau ab. Flump. Der geht nicht. Na gut, mit einem Pfeiler kann ich leben. Ja, immerhin. Oder fehlt da noch irgendwo ein Holz? Baumstammlieferung. Nee, ich glaube nicht, dass da was fehlt. Sieht alles sehr zu aus. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich hab's drauf. Yay, ich auch. Nee. Doch. Erstmal schön die Pfeiler setzen und dann das Dach da drauf. Dann können die Pfeile. Da draußen schwimmen eine ganze Menge Holzblöcke. Ja, die schmeiße ich immer da raus. Das sind diese halben Dinger, die kein Arsch braucht. Diese halbier Dinger, die kein halben Arsch halben. Halben. Ich bin ja so lustig. Salome, rechts von diesen auch noch ein paar Baumstämme, ne? Von mir übrig. Auch welche. Gut, gut. Wir hätten doch noch eine Folge machen sollen, wa? Yep. Wie lange ist die jetzt schon? 38. Ja, genau. Bei mir sind es 38. Der arme Kerl hat doch Hunger. Passt schon. Schnucki schleicht sich nach vorne, die klaut sich bestimmt gleich wieder ein Ärmchen. Hi, Kelvin! Könnt ihr mir die vielleicht vor die Tür werfen hier hinten? Dann muss ich nicht mehr so weit laufen, dann bin ich schneller. Okay. Nö. Sehe ich nicht. Danke. Klong. Vielleicht auch so, dass ich die Tür noch aufkriege. Danke. Höh, die mache ich nochmal Baumstämme dahin, ey. Na gut. Aua! Du Assi! Aua! Ist mal drinnen schon wieder lose. Die schmeißt mir die Stämme auf den Kopf, die blöde Planschkuh. Das mach ich doch gar nicht. Das erste Mal war ich, muss ich zugeben. Du blöder Planschkuh. Weil ich genau wusste, dass du Sira beschuldigen wirst. Ja, wen denn sonst? Sie fängt doch immer an. Ja, deswegen ja. Jetzt. Ich beschwere mich immer nicht. Ich geh weg. Hör mal auf, so zu stöhnen hier, ey. Ich geh noch ein bisschen Vögel jagen. Warte, einen Moment.
Wow. Einfach mal beide gegen die Wand am Rennen. Ich brauche mehr. Aua! Aua! Oh Mann. Wir erfüllen dir nur deine Wünsche. Ich hasse euch! Ihr beide kommt vom Storch! Komm, lass mich mal durch. Dann kann ich sie hier hinwerfen. Da. Oh, er hat endlich den Weg gefunden. Hier im Nebenraum sind jetzt die Baumstämme bei dir. Danke. Bitte. Achtung! Nein, nicht aus dem Fe- Okay. Was liegt denn da auf dem Boden? Wo? Oh. Ah. Achso, das müsste Möwentrophäe sein. Nein! Oder? Ja, da habe ich gerade noch mal eine Möwe geschlachtet und jetzt liegt das da rum. Nuki hat sich vor mein Bett gesetzt. Mit der Knarre erhoben. Sie beschützt mich. Diese gehäutete Möwe da. Ja, das ist ganz merkwürdig. Deren Fleisch man eigentlich ja mitgenommen hat, aber das Brathühnchen liegt trotzdem noch da, weißt du? Sehr strange. Na, wie läuft's? Flüssig nach unten. Wie geht's? Okay. Ja, wie soll ich denn sonst laufen? Hart nach oben? Ich habe eigentlich Drago gefragt gehabt. Ich guck euch einfach mal beim Arbeiten zu. Okay. Drago ist so ruhig, was ist da los? Die ist eingeschnappt, weil ich sie erschlagen habe mit Baumstämmen. Ja, hol mal mehr jetzt. Und Chris hier. Ach ja. Ist alles leer. Dann bring mir mehr. Oh, wir sind bei 42 Minuten. Scheiße. Liebe. Och Mann, ja gut, dann müssen wir halt nächstes Mal mehr bauen. Kommen wir ja morgen. Dann vielleicht morgen, genau. Yay. Unser Haus kriegt ein Dach. Ja, ein Dach, ein Dach. Yay! Gudi, dann würde ich sagen, Salome, komm mal nach Hause. Komm zu heim. Wow. Endlich ist der Winter vorbei. Kann wieder aus unseren Dingern trinken. Ja. Yay. Ups. Da liegt schon wieder eine tote Möwe. Und nein, aber ich nehme den Kopf nicht auf. Entschuldigung, ich hatte gerade die Kleine hier gehabt. Ah, okay. Ja, deswegen. Ich bringe noch, lass mich die Baumstämme hier noch, die ich hier noch aufsammle, noch zu euch bringen, bevor sie vielleicht doch die spawnen oder so. Na, Schnucki, gefällt dir das Schlafzimmer oder was? Aua! Aua! Wirft mich mit so einem großen Brocken ab, ey. Sie ist halt richtig, richtig fies. Ich dachte, du könntest so einen großen Stein noch gebrauchen. Der hat in deinem Gesicht so gut ausgesehen. Wisst ihr, was ich cooler finden würde als das Bausystem jetzt? Mhm. Ah. Wenn man nicht alle Stämme nehmen würde, sondern wenn man das, was man hier tut, quasi als Blaupause baut. Wenn du quasi so einen Blaupause-Stamm hast und den da oben zerhackst und daran tust und dann müssen die anderen halt die Sachen dafür daran holen. Wie es halt im Original war, ne? Genau, nur nicht so frei. Im Original war das ja nicht so frei wie jetzt hier. Aber dafür kann ich dann halt schon vorbereiten und ihr müsstet halt nur reinsetzen, weißt? Ja. Ja, das wäre viel besser. Also dass man das aussuchen kann, welchen Modus man bauen möchte. Das fände ich auch cool. Ihr habt einen aufs Dach geschmissen, ihr Schweine. Oh, Entschuldigung. Ihr habt Kenny getötet, ihr Schweine. Uff. Oh mein Gott, ich hab mich so erschreckt. Ich hab dich nur beobachtet, ich wollte dich nicht erschrecken. Okay.
Na denn. Au. Entschuldigung. Haha. Hallo. Ich wollte an dir vorbeischmeißen. Ja, ich habe gesehen, wie das funktioniert hat. Ganz toll. Entschuldigung. Oh nee, ich bin fertig. Ich bin müde. Fertig? Ja. Dann kann ich die ja da an den Stammhalter wieder zurückbringen, ja? Nein. Was ist hier passiert? Die kannst du eigentlich hier lassen. Es wird so, ja, so dunkel gerade hier. Warum ist der gerade auseinandergegangen? Was, wer? Warte. Der Baumstammhalter. Er hat den Baumstammhalter kaputt gemacht. Okay, warte mal. Das war ich, aber ich weiß nicht warum. Gameplay. Ja, irgendwie ist der weggeplatzt einfach. Ich hab Zähl gedrückt gehalten, wahrscheinlich deswegen. Oh ja. Oh, toll. Entschuldigung. Alles macht sich. Ich hab gerade geguckt, ob der Strukturschaden aus ist. Ja, er ist noch aus. Es war wohl wirklich C. Naja, ich hab das ausgesehen. Tut mir leid. Nein, alles gut. Du Profi. Kann doch passieren. Du absoluter Pro-Gamer. So, nehm mal Zug. Ja. Morgen bauen wir das Dach hier fürs ganze Haus fertig. Machen wir. Ja, und Salome und ich gehen Holz holen. Ja. Aber das machen wir dann wechselhaft mit Erkundung, weil sonst wird's langweilig. Wir holzen den ganzen Wald um. Ich habe ein Speckstück in der Tasche. Ja, habe ich auch. Keine Ahnung, wo das her ist. Haben wir mal irgendwann aufgesammelt. Ein großes Stück Fleisch. Scheiße. Speckstück essen. Das haben wir irgendwann mal aufgesammelt, glaube ich, als wir unten in dieser Lobby-ähnlichen Ding waren. Oh ja, stimmt. Da unten in diesem... Ja, so, wir gehen jetzt aber nochmal schalalalalafen, wa? Ja. Schalalalalalafen. Schalalalalalafen. So, jetzt müssen wir uns prügeln. Wer schläft mit wem im Zimmer? Hallo, wir haben jetzt Betten im Zimmer. Ich bleib hier draußen. Komm mich hier. Ich nehme das hintere, weil... okay. Wir müssen wohl in einem Bett schlafen, weil... passt schon. Schnucki hat's besetzt. Schnucki hat das eine Bett besetzt. Lol. Da sitzt sie einfach auf dem Bett. Ich fasse es nicht. Die legt sich hin. Die schläft. Okay, dann muss ich wohl noch ein extra Bett in das andere Zimmer stellen nachher. Die hat sich da eben hingelegt. Gehst du jetzt wo schlafen? Ich bin am Schlafen. Ich meine Sira, die ist extra hergekommen. So. Sira, komm zum Gaffen. Ja klar. Da hat die sich da hingelegt. Wie süß das war. Wie süß sie gerade gegen das Bett läuft einfach. Ja, richtig süß, ey. Ja, dann würde ich sagen... Haben wir die Folge schon beendet oder nicht? Nein. Ja, dann mal schnell, wa? Speichern. So. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.